Wir wollen über Xing sprechen. Bei mir ist Joachim Rumor. Hallo, Herr Rumor. Hallo, Frau Wegner. Hallo. Sie haben gerade einen Vortrag über das Netzwerk gehalten. Ich habe dabei aufgeschnappt, in 5 Sekunden entscheidet ein User, bleibe ich da oder bleibe ich nicht. Reichen Ihnen jetzt auch 5 Sekunden, um sich vorzustellen? Nein. Gut, dann gebe ich Ihnen ein bisschen mehr. Was haben Sie eben erzählt bei dem Vortrag? Vielleicht können Sie es noch mal kurz erzählen. Ja, bleiben wir ruhig bei Ihrem 5-Sekunden-Beispiel, denn man kann über Xing sicherlich in den verschiedensten Bereichen etwas erzählen. In einem Live-Gespräch, wie wir es jetzt hier haben, muss man nicht auf die 5-Sekunden-Regel achten, weil man merkt, wie ist der andere drauf, ist er noch aufmerksam, will er eigentlich vielleicht schon weg, guckt er auf die Uhr. Das sind alles so Symbole, also man hat 2-3 Minuten immer. Online ist es anders. Wir haben keine Chance, den anderen zu greifen. Wir sind ja eh nicht präsent. Er ist einfach nur auf unserer Website oder auf unserem Profil und muss jetzt für sich entscheiden, ist das für mich interessant oder nicht. Und deswegen gebe ich immer den Hinweis, dass man auf dem eigenen Profil im Grunde genommen so maximal 5, 6, 7 Sekunden Zeit hat. Meistens eigentlich so noch eher weniger, 2, 3 Sekunden, weil derjenige guckt drauf und wenn er es nicht sofort verstanden hat, bin ich hier richtig oder nicht, dann ist er auch schon wieder weg, weil die Aufmerksamkeitsspannen heute leider sehr, sehr klein sind. Und die Auswahl an Informationen, die wir haben, an Neuigkeiten, die ist riesengroß. Also zack, sind wir auch genauso schnell wieder weg. Und wie schaffe ich das, dass die Person, die mich jetzt anschaut, sofort versteht, was ich sagen will? Mit einer klaren Aussage im Profil. Also ich erlebe immer wieder, dass die Mitglieder auf ihrem Profil so arbeiten, dass sie gefunden werden können. Also möglichst viele Stichworte rein, ganz, ganz viel Text und man will ja gefunden werden, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Und dann sage ich immer, super, jetzt sind sie gefunden worden, aber sie werden nicht verstanden, weil einfach zu viel Information auf mich einprasselt, die kann ich nicht komplett verarbeiten und dann bin ich genauso schnell auch wieder weg. Was viele auf Xing nicht bedenken oder was sie nicht sehen, es gibt zum Beispiel die Über-mich-Seite auf Xing. Das konnte ich jetzt im Vortrag auch in der Kürze gar nicht so rüberbringen. Das ist eine Fläche, die man frei gestalten kann, ja, wo man so eine Kurzaussage reinbringen kann. Die meisten füllen es allerdings nicht aus, weil sie sagen, na über mich, nee, über mich schreibe ich da nichts rein. Ja, was soll ich auch über mich da reinschreiben? Aber ich kann mein Produkt dort präsentieren, ich kann meine Dienstleistung präsentieren. Ich kann zum Beispiel auch einen Link auf ein Video da reinsetzen, nämlich einfach ein Bild mache mit dem Abspielknopf und das verlinke ich mit YouTube und schon habe ich auch ein Video da drin. Warum ist es denn überhaupt so wichtig heute, dass man sich online bei Xing präsentiert? Warum ist es so wie? Es ist eine sehr allgemein gestellte Frage. Ne? Also ich würde es jetzt doch gar nicht pauschalisieren oder ich will es nicht pauschalisieren. Ich bin nicht der Mensch, der sich hinstellt und sagt, jeder muss auf Xing sein. Ja? Ganz im Gegenteil, man muss wirklich gucken, wo ist meine Zielgruppe. Aber bleiben wir im Kern der Frage, wenn es für jemanden wichtig ist, auf Xing zu sein oder wenn er seine Zielgruppe da drin findet, dann wird er natürlich von seiner Zielgruppe auch gesucht. Also er sollte auf jeden Fall da sein. Was aber der eigentliche Kern für mich ist, ist nicht einfach nur die Präsenz, sondern Xing bietet ja die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Also wie nach dem Interview, wenn ich Sie auf Xing finde, könnte ich Sie zum Beispiel anklicken, könnte eine Kontaktanfrage stellen und sagen, Mensch, hallo Frau Wegner, vielen Dank nochmal fürs Interview. Wenn Sie mögen, bleiben wir gerne in Verbindung. Und dann, wenn Sie das bestätigen, haben wir eine Verbindung über Xing. Das heißt, wenn ich Neuigkeiten schreibe, können Sie das in Ihrem Neues-Netzwerk wahrnehmen. Wenn bei Ihnen etwas passiert, kann ich das wahrnehmen. Wir können also in Verbindung bleiben. Was aber noch viel wichtiger ist, ich habe dann die Möglichkeit, in Ihrem Netzwerk zu suchen und Sie haben die Möglichkeit, in meinem Netzwerk zu suchen. Zwar nicht gezielt, ich kann jetzt nicht sagen, liebes Xing, ich möchte jetzt nur in den Kontakten von Frau Wegner suchen, aber ich kann sagen, liebes Xing, ich möchte in allen Kontakten meiner Kontakte suchen. Und zwar zum Beispiel, wie im Vortrag als Beispiel genannt, nach einem Fachanwalt für Baurecht in Hamburg. Und dann werden mir alle Fachanwälte für Baurecht in Hamburg aufgelistet, die mit jemandem verbunden sind, mit dem ich auch verbunden bin. Und so kommt man sich näher, weil man eben miteinander verbunden ist. Ganz genau. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, den in der Mitte, den ich ja vermeintlich, den sollte ich ja kennen, weil ich bin ja mit ihm verbunden. Ja. Wenn ich bei Ihnen zum Beispiel einen Fachanwalt für Baurecht in einem halben Jahr finden würde, könnte ich Sie anrufen. Hallo Frau Wegner, erinnern Sie sich noch, Interview? Ah ja, ist wieder präsent. Und dann könnte ich sagen, ich habe bei Ihnen gesehen, Sie kennen einen Fachanwalt für Baurecht. Können Sie den empfehlen? Weil ich vielleicht nach einem Dienstleister suche. Oder wenn ich selbst den als Kunden möglicherweise habe, können Sie sagen, Mensch, darf ich mich auf Sie berufen? Können Sie mich da vielleicht empfehlen? Ja, also ich habe einfach die Möglichkeit, genau diese Verbindung zu sehen, in den Verbindungen zu suchen und das für mein Networking, letztendlich aber auch für die Akquisition zu nutzen. Ja, Vitamin B ist heutzutage alles, wie man doch häufig merkt. Weil es hat ja auch durch die Kontakte zu tun. Ja, mit den Kontakten. Da gibt es ja immer so diesen Spruch, Vitamin B, Seilschaften, Kontakte schaden und dem, der keiner hat. Ja, klar, logisch. Ich würde es aber nicht unbedingt Vitamin B nennen, weil, ja doch, wobei Vitamin B steht ja für Beziehung. Also insofern ist es eine Beziehung entstanden, die kann ich nutzen, ja klar. Ja. Das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Wir können es nur kurz anreißen, weil es ist natürlich noch viel, viel mehr, was man darüber sagen könnte. Aber in dem Vortrag wurden die Leute auf jeden Fall gut darüber informiert, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Sehr gerne. Und wenn Sie weitere Informationen haben wollen, gehen Sie auf meine Webseite unter humor.de oder auch auf die xing-seminare.de, wo die entsprechenden offiziellen Seminare abgebildet sind. Vielen Dank, Herr Huber.